Hier bin ich. Zu Beginn des Weihegottesdienstes in der Basilika St. Ulrich und Afra wurden die 10 Kandidaten dem Bischof vorgestellt, die dann ihre Bereitschaft zum Dienst des Diakons erklärten. Christus, des Erlösers, erwählen wir diese unsere Brüder zu Diakonen. In der Predigt sprach der Bischof seine große Dankbarkeit und Freude aus. Der Weg, den die Männer einschlagen, sei vergleichbar mit dem Weg der Kirche und jedes Einzelnen, nämlich die Nachfolge Christi. Wie es zur Zeit der Apostel darum gegangen sei, das Evangelium zu allen Völkern zu bringen, strebe auch heute alles wahrhaft diakonische Handeln darauf zu, die frohe Botschaft zu verkünden. Liebe Brüder, bevor ihr die Diakonenweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr dieses Amt bereitwillig auf euch nehmen wollt. So frage ich euch, seid ihr bereit, euch durch die Auflegung meiner Hände und die Gabe des Heiligen Geistes zum Dienst in der Kirche weihen zu lassen? Ich bin bereit. Einzeln traten die Männer vor den Bischof, um ihr Weiheversprechen abzugeben. Das beinhaltet nicht nur den Dienst an den Menschen und regelmäßiges Gebet, sondern auch die Verpflichtung zu Gehorsam, Armut und Ehelosigkeit. Diakon zu sein bedeutet nicht Einengung, Klassifizierung oder Einordnung, sondern Weitung und Sendung im Geist, hatte der Bischof in der Predigt betont. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Während der Heiligen Litanei legten sich die Kandidaten vor dem Altar auf den Boden, um zu zeigen, dass sie sich Gott ganz übereignen wollen. Durch Handauflegung und Gebet weihte Bischof Konrad Stasa jeden Einzelnen zum Diakon. Für die 10 Männer im Alter zwischen 25 und 37 Jahren ist diese Weihe die Vorstufe zur Priesterweihe. Sie dürfen jetzt dann aber schon Taufen spenden, bei der Eucharistie helfen, Begräbnisse halten und bei Eheschließungen assistieren. Als äußere Zeichen erhielten die Neugeweihten eine Stola und eine Dalmatik und bekamen ein Evangeliar überreicht. Was du glaubst, das verkünde. Und was du verkündest, erfülle im Leben. Mit der Umarmung des Bischofs und der anderen anwesenden Priester und Diakone wurde die Aufnahme in das neue Amt besiegelt. Die 10 neugeweihten Diakone kommen aus unterschiedlichen Teilen des Bistums Augsburg, etwa aus Pfronten, Aufheim, Augsburg-Oberhausen, Gutenberg, Aletshausen und Tannhausen. Ein Filmporträt über 3 der Kandidaten finden Sie auf katholisch1.tv im Special.